Herzlich willkommen zu Bellride, Leute. Es geht weiter hier in unserem kleinen, schnuckeligen Dörfchen mitten im Winter. Es ist schweinekalt. Aber es scheint, wie es aussieht, macht unser guter, wie hieß er nochmal eben? Wieso steht denn der Name da nicht? Lubomir oder so? Alles genau so, wie wir es möchten. Und zwar in der Reihenfolge, wie wir es möchten. Ich habe jetzt ihm gesagt, er möge hier bitte mal diese Sachen auffüllen. Guck mal, hier hat er eine kleine Falle gebaut. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Aber er benötigt scheinbar noch mehr Holz. Das müsste er eigentlich organisieren, ne? Aber die Falle nehme ich mal kurz mit. Und dann habe ich ihm noch gesagt, er soll was. Lubomir heißt er wirklich. Er soll eine Forschung machen. Und ich habe ihm gesagt, er soll das Lagerfeuer mit Kessel erforschen. Ich glaube, das könnte uns gut tun. Eintöpfe kochen und all so ein Kram. So, dann haben wir da hinten noch diese Sammlerhütte. Wir brauchen dafür aber natürlich noch einen Sammler, den müssen wir uns noch rekrutieren. Aber die Sammlerhütte benötigt Flachs, glaube ich, war es. Und ich finde keinen Flachs mehr. Das müsste eigentlich Flachs sein. Aber ich kann es nicht ernten. Vielleicht ist es aber auch einfach abgeerntet. Naja, wir gucken mal. So, ich glaube jetzt hier erstmal fix hoch zu unseren Fallen und packe die eine Falle mal in die Fallen rein und werde das. Ich glaube, wir können wirklich keinen Flachs mehr ernten, weil einfach Winter ist. Das ist vorbei. Wir können jetzt nicht dergleichen bauen und so. Wir müssen bis Frühling warten. Vermutlich. Vermutlich. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist oder was ist denn das da hinten? Oh, ich bin vorbeigelaufen. Ach, ein Banditenlager, alles klar. Ich bin falsch gelaufen, ich muss noch ein Stück rein. Da sind sie. Guck mal, hier ist auch so ein Ding. Aber du siehst, ich kann es nicht einsammeln. Mist. Können wir nicht weiterbauen. Schade, schade. So, ersetze kaputte Falle. Füge eine Bärin hinzu. Das könnte schwierig werden, denn ich glaube, wir haben aktuell keine Bären, oder? Wir haben wirklich gar nichts gerade. Oh, Leute, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Wir müssen unbedingt dafür Sorge tragen, dass wir. Ist auch kaputt jetzt, Scheißendreck. Dass wir Sachen haben für die Fallen hier. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwo noch Pilze finde, oder? Pilze, die ich noch einsammeln kann. Unwahrscheinlich. Es ist komplett alles hinüber. Ich nehme mal die Stöcke mit. Wenn ich schon welche finde. Lubomir Netterby ist unzufrieden. Ja, ganz großes Kino. Ich glaube, ich muss Essen kaufen gehen, aber ich habe kein Geld. Wo kriege ich jetzt Nahrung her? Müssen wir jagen? Selbst? Habe ich hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Shit. Ne, das wird nix. Oh. Boah. Wer war das denn? Der sah ja gruselig aus. Das ist ein Bandit, glaube ich. So, ich lauf mal zurück. So. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich bin ganz schön weit weg von zu Hause. Okay, wir müssen uns jetzt irgendwie einen Plan machen, wie wir an Essen kommen. Das ist ein großes Problem. Nehmen die Dinger hier noch mit. Braucht mehr Holz. Ja, kein Wunder, dass der unzufrieden ist. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Fleisch, glaube ich, in der Kiste. Das kann er essen. Aber ich glaube, der stellt seine Arbeit ein, wenn wir ihm nichts zu essen geben. Könnte ich mir vorstellen. So, warte. Ich packe Holz hier rein. Packe noch zwei Holz hier rauf. Mach ein bisschen Hitze drauf. Fleisch rauf. So. Sonst habe ich ja nichts, leider. Ah, ärgerlich. Okay, der Schnee geht so ein bisschen weg. So, hier ist noch Essen drin, ne? Wir haben hier auch noch Pilze. Ich könnte auch gekochte Sachen vielleicht in die Fallen packen.
Ich weiß es aber auch nicht genau. Es fängt auch noch an zu regnen. So, okay. 55% erforscht. Er braucht noch Steine. Die sammelt er scheinbar gerade, um das weiter zu forschen. Und hier braucht er einfach Holz. Wir können selber ernten. Okay, jetzt warte mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir die anderen wieder ernten können. Ob das jetzt wieder geht. Nehmen wir erstmal nur Salbei mit. Wer weiß, wofür das gut ist. So, und hier haben wir... Nee, das... Da, jetzt geht Flachs. Ja. Ach, guck an. Das heißt... Dann fahren wir auch. Das heißt, wenn Schnee liegt, können wir nichts ernten. Das ist ja spannend. Können wir denn jetzt auch wieder Pilze ernten? Oh ja, und Beeren. Ach was. Okay, ich muss sofort zu den Fallen. Wie viel Inventarplatz habe ich noch? Ein bisschen, okay. Gut, ich gehe nochmal schnell zu den Fallen. Wir werden dort nochmal ein bisschen Pilze sammeln. Das heißt, nur wenn der Schnee liegt, geht es nicht. Erstmal nur Flachs. Wir brauchen nämlich eine Menge Flachs für die Sammlerhütte. Vielleicht können wir auch ihn erstmal dann dafür einsetzen. Mal sehen. So, hier. Ja, das sieht gut aus. Und hier sind Pilze. Oh, wir werden Pilze ernten. Okay. Problem ist, hier können wir eine Beere raufmachen. Okay. Das Ding ist leider kaputt. Und das Ding leider auch. Ja, supi. Hier nehme ich noch ein paar Beeren mit. Pilze. Und dann werden wir ein bisschen kochen, Leute. Das machen wir jetzt. Hier noch ein Stock. Noch eine Beere. Inventar ist voll. Super. Okay, cool. Aber hey, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Kein Problem. Also nur, wenn der Schnee liegt, kommen wir nicht an die gewünschten Sachen ran. Außer an Stöcker und diesen ganzen anderen Kram. Gut. Wissen wir Bescheid. Füge Baumstamm noch hinzu. Okay. Bring jetzt erstmal das andere Zeug weg. Würde gerne Eintöpfe kochen. Das könnte wirklich gut funktionieren, ne? So, was machen wir erstmal? Nimm. Wir machen Pilz drauf. Pilz drauf. Pilz drauf. Pilz drauf. Fleisch hier rein. Salbei hier rein. Beeren hier rein. Hanf kommt auf die andere Seite. Und ich muss jetzt noch mal ein paar Stöcker holen. Es hilft. Hier sind tatsächlich noch welche. Was kann da noch rein? Das kann da noch rein. Ich nehme zwei und dann können wir hier noch ein bisschen brutzeln. So. Ja, der Regen ist ein bisschen unangenehm, ne? So, wie sieht's hier aus, Schatz? 76% erforscht. Okay. Hallo. So, dann gebe ich dir noch mal ein bisschen Holz rein. Dauert aber lange, ne?
Aber wir könnten wahrscheinlich eher eine coole Pilzsuppe oder sowas kochen hier. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser für uns in Summe. Ich finde ein bisschen schade, dass ich in seine Bude nicht reingucken kann. Guck mal. Ne, das sieht auch ziemlich müllig aus. Wahrscheinlich lässt er deswegen die Tür einfach zu, damit wir das nicht sehen müssen. Das kann natürlich auch sein. Sag mal, wie lange dauert das hier? Halleluja, wahrscheinlich weil es nass ist, ne? Kann das sein, dass das Feuer ausgegangen ist, weil es nass war? Wir müssen irgendwie so ein Dach drüber bauen oder sowas. So ein Unterstand, aber sowas haben wir nicht. Na gut, wir warten mal kurz, dann haue ich die nächsten vier rein. Und die rohen packe ich dann erstmal in die Kiste. Und dann schauen wir mal, dass wir so ein bisschen Baumstämme noch holen. Wir haben ja noch eine Axt. Und dann werden wir mal ein bisschen Bäume fällen gehen irgendwo. Irgendwo weiter weg, dort zum Beispiel. Also es hat sonst nicht so lange gedauert. Aber das wird wahrscheinlich wirklich an dem Regen liegen. So, das packen wir da rein. Das auch. Vielleicht brät er die ja auch. Das wäre ja auch cool. Gut. Dann lass uns mal. Oh, Lagerfeuer mit Kessel, Leute. Uhuhuhu. Okay, ich lasse hier noch fertig brutzeln. Dann bauen wir uns ein Lagerfeuer mit Kessel. Bitte lass das. Oder kann ich das vielleicht drüber stülpen? Ich kann das nicht drüber stülpen. Nimm, 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 nimm. Da brauchen wir Zinnbarren. Ach Gott. Ja, dann lassen wir das erstmal noch. Das heißt, wir müssen erstmal den Rennofen machen, ne? Abbrechen. Das bedeutet, wir müssen erstmal den Rennofen erforschen. Warte, ich muss mal kurz gucken. Wird zum Schmelzen von Kupfer- und Zinnerzen zu Bronzebahn verwendet. Aber der ist auch allgemein zum Schmelzen da, oder nicht? Zinnerz, Rohstein und Holz. Okay. Wir werden das Ding jetzt erforschen lassen. Und dann gucken wir erstmal, dass wir Barren gebaut bekommen. Und dann können wir den neuen bauen. Das neue Lagerfeuer. Okay, alles klar. Lagerfeuer mit einem Kessel kann verschiedene Eintöpfe mit Wasser, Kräutern und einer Hauptzutat kochen. Benötigt Holz, um das Feuer zu unterhalten. Ja, okay. Gut, gut. Gut, dann laufe ich jetzt erstmal los und hole mal so ein bisschen. Ich wollte dahin. Ein bisschen Holz. Stämme. Habe ich Platz? Sieht gut aus. Da vorne, die Bäume sehen noch bestens aus. Obstbäume wären cool. Obstbäume wären richtig cool. So, guck mal hier, die kann ich doch wegmachen. Hier haben wir noch ein bisschen Hanf. Aber junger Baum schneiden wäre ein bisschen schade, ne? Ihr Baum schneiden. Ja, sehr gut. Ah, jetzt. So, Baumstamm nehmen. Moment. Bin ich falsch hier? Ha.
Jetzt. Das ist eine Kuh, die ich da höre. Oder irgendwas Gefährliches. So, den nehmen wir auch noch mit. Inventar voll, ja. Wie immer. So, wo ist meine. Da vorne. Bringen wir jetzt zur Sammlerhütte. Und dann kommen wir nochmal her. Ich helfe dir. Lubomir, oder wie du heißt. Ach, guck mal da oben. Die Vögel. Mal gucken, wann wir Frühling haben. Ich freue mich schon sehr auf den Frühling. So, ich brauche noch einen. Wo war das? Hier, ne? Mir ist auf jeden Fall kalt. Ich habe oben diese Schneeflocke. Oben links. Und wir bräuchten eigentlich so Eintöpfe und sowas für den Winter, ne? Das wäre schon toll. Naja, wir gucken mal, wie es weitergeht hier. So, wo ist er? Der Baumstamm hier. Ach, eine Kuh läuft hier einfach rum. Das ist ja auch spannend. Nee, den will ich eigentlich gar nicht schneiden. Ich schneide den. Baumstamm nehmen. Sehr gut. Hier noch ein paar Bärchen. Freut sich Lubomir. Ist ja ein bisschen demotiviert. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber ich vermute mal wegen der Kälte und wegen des Essenmangels, den wir vorhin noch hatten. Naja. So, dann kann es gleich weitergehen hier mit dem Bau. Ein Flachs. Noch mehr Flachs. Boah, das ist ja wie ein Winter bei uns hier. Nur Regen die ganze Zeit. Sammlerhütte. Ob wir wohl selber irgendwie. Oder wir sollten vielleicht sogar Lubomir hier reinsetzen ins Sammlerlager, damit er einfach die Sachen sammeln kann, damit wir genug Essen haben. Und ich kümmere mich um die anderen Sachen. Das ist doch eigentlich eine gute Idee, ne? Ich fange schon mal an zu bauen. Ich muss jetzt nicht warten, bis er da. Oh, bitte keine Axt. Nein, mach die weg. Danke. Kann ich ja auch bauen. Da muss ich ja nicht warten, bis er hier irgendwann mal da ist. Nicht wahr? Fertig. Komme ich hier wieder raus? Ja. So, wir haben ein Sammlerlager. Lass uns das mal anschauen. Das auch hier Äpfel. Das sieht ja richtig gut aus. Also verwalten. Wähle eine Ressource aus, um deinen Arbeitern Aufträge hinzuzufügen. Was haben wir denn? Pilze, Beeren, Weizen, Rot. Oh, wir können alles sammeln. Oh, das ist gut. Structure Priority. Würde ich gleich mal auf die 1 nehmen, oder? Gehen wir mal auf die 2. Vielleicht haben wir noch eine andere Priorität. Nimm das mal eben weg hier, bitte. Wollen wir ihn jetzt dafür einsetzen, ist die Frage. Oh, was für ein schönes Wetterchen jetzt. Haben wir noch einen anderen Punkt, wo ich Sachen machen kann? Nein. Also sammeln wäre quasi nach der Forschung. Eigentlich müsste er erst sammeln und dann kann er forschen, oder? Das wäre doch, glaube ich, viel, viel sinnvoller. Ich muss mal kurz in seinen Dingsbums gehen. So, du hast Herstellung 1, Forschung 3, Lieferung 2, Kochen 4 und Ernten 5.
Und von den anderen Sachen kannst du nichts. Landwirtschaft kannst du noch nicht. Herstellung 1. Gefährte, Wache, Arbeiter. Kann ich dich da reinsetzen? Das ist schon Lieferung, ne? Okay. Dann lass mal überlegen, was er macht. Was er machen soll. Er muss auf jeden Fall Erze organisieren. Wir brauchen immer Holz. Zehn. Priorität 1. So. Rohstein. Aber ist das nicht ein bisschen viel für ihn? Rohstein brauchen wir auch. Hanf, Knoblauch, Eisenerz. Wir brauchen, glaube ich, Zinn. Da machen wir jetzt mal 5 raus. Kupfer, 5. Aber eigentlich brauchen wir sehr viel. Eisen können wir auch 5 machen. Pilze. Beeren. Ich weiß nicht, was ich hier tue, ne? Keine Ahnung. So, und also Holz hat auf jeden Fall Prio 1, Rohstein hat Prio 2. Die Erze haben alle Prio 5 und das hier hat auch Prio 1. So. Keine Ahnung, ob er da was macht. Wir werden sehen. So, erlange Vertrauensstufe Freund von Leuten in Herndien und heure einen weiteren Gefolgsmann an. Wir brauchen auf jeden Fall als nächstes eine weitere Bude, bevor wir jemanden anheuern, ne? Das ist ja ganz klar. So, hier kommt noch Holz rein. Ich habe noch einen Baumstamm, oh mein Gott. Lachs kann hier noch mit rein. Baumstamm lasse ich erstmal hier. So, und dann stellen wir, sobald wir geschlafen haben, stellen wir hier noch eine weitere Bude hin. Die werde ich höchstwahrscheinlich hier auf die Seite erstmal stellen. Später werden die wahrscheinlich sowieso abgerissen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also machen wir hier so eine Bude noch hin. Hier im Kreis. Und dann erstmal, ne, die kleine. Wir sind ja noch nicht so viele Leute. Was ist denn da los? Ist das der Sonnenuntergang? Guck mal, wie das aussieht. Voll gut. Also dafür, dass wir Winter haben und es kurz vor 9 Uhr abends ist, ist es verdammt hell. Ich gehe schon mal schlafen oder soll ich? Es ist noch viel zu hell. Ich baue mal noch so eine Hütte. Also, wir haben hier persönliche Hütte, einfache Lalala, Sammellager, Wohnzelt. Können da 2 Leute rein? Bewohner 1 von 2. Die Frage ist jedoch, können da 2 Leute drin wohnen, wirklich? Also auch 2 Männer? Okay, dann schlafen wir erstmal und holen morgen uns jemand Neues, der irgendwie sammeln kann. Gute Nacht. Tag 9. Ach, ein wunderschöner Morgen ist angebrochen. Ich könnte eigentlich was essen. Zum Beispiel eine Beere. Einen Pilz. Und ein Fleisch. Was ist hier eigentlich mit den Fallen?
Warum baust du keine Fallen? Wir haben doch Holz. Und wir haben zu wenig Holz. Okay, gut. Gut, ich laufe jetzt erstmal rüber in den Ort. Wir haben, guck mal, was wir jetzt für einen schönen Lebens- und Ausdauerbalken haben. Richtig nice. Wir sollten uns halt immer so ein Essen reinballern für einen Tag. Aber es hält halt auch nicht so lange vor. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Hier kann ich nicht ernten. Cool. Kann das sein, dass wir Frühling haben? Habe ich noch Quests eigentlich? Trennung im Dunkeln. Lege den gestohlenen Gegenstand in das geheime Versteck. 150 Vertra. Oh! Wir brauchen noch Schnur. Wo soll ich eine Schnur herkriegen? Gekochtes Fleisch. Zwei Baumstamm zu Dalibor. 150 Ansehen. Warte mal, wo kriege ich Schnur her? Ich muss nochmal zurück. Und ich glaube, wir müssen diese eine Münze irgendwo hinpacken, ne? Das ist doch, glaube ich, dieses gestohlene Zeichen. Nein, machen wir jetzt nicht. Machen wir später. Aber wir brauchen ja das Ansehen, um Leute zu rekrutieren. Okay, vergiss es. Ich gehe wieder zurück. Ich hole jetzt die Münze. Fängt wieder an zu schneien, glaube ich. Wie mache ich Schnur? Ich wahrscheinlich in der Werkbank. Oder es fängt schon wieder an zu regnen. Oh, mon Dieu. Also pass auf. Ich mache erstmal den da rein. Nehme das Ding mit. So. Dann gucke ich, wie ich Schnur machen kann. Kleine Falle. Ich kann keine Schnur machen. Kann ich das vielleicht irgendwie lernen? Technologiebaum. So, neu Sammlerlager, Räuchergestell, Wohnzelt haben wir schon. Lagerfeuer mit Kessel, genau. Bergbaulager, einfache Spitzhacke. Wo kann ich Schnur bauen? Einfache Schnur. Ach, guck. Ja, das dauert ja noch ewig, bis ich das machen kann. Das heißt, wir brauchen den Webstuhl. Oder kann ich das. Ne, wir brauchen den Webstuhl, um Schnur zu machen. Okay, kann ich den Webstuhl lernen? Hier. Ah ja. Okay, ich verstehe. Das bedeutet, wir werden erstmal den Rennofen fertig machen. Dafür braucht er noch Rohstein. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Kann ich nicht irgendwie Steine hier zwischendurch sammeln? Und danach machen wir den Webstuhl. Der braucht Holz, Schilfrohr. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Und dann kann er das machen. Alles klar. Gut. Kann ich auf der Map sehen, wo wir Schilfrohr haben? Salbei. Wir müssen eh mal ein bisschen erkunden gehen hier, ne? Gut, dann haben wir das. Wo muss ich hin für diese Münze? Trennung im Dunkeln. Geheimes Versteck. Verfolgen. Wo soll das sein? Hier hinten. Questziel. Kupfererz. Kupfererz. Ah, nicht, dass da Wölfe sind, ne? Sehenswürdigkeit. Ah, ich glaube, die Wölfe waren hier. Okay, dann machen wir erstmal das. Ich laufe da jetzt hin mit meiner Axt. Speichere.
Und weiter geht's. Lalalala, durch den Wald. Yippie. Ich habe ein bisschen mehr Ausdauer jetzt. Die Beere ist leider schon wieder weg. Könnte ich aber noch naschen hier irgendwie? Haben wir noch irgendwo eine Beere, die ich essen kann? Sehe ich irgendwo noch einen Beerenbusch? Perfekt. So, habe ich. Ist hier was nachgespawnt? Nö. Gut, irgendein geheimes Versteck, wo ich das reinmachen soll. Hier sind noch ein paar Pilze. Wo? Ah, hier. Wo? Habe ich erledigt. Sprich mit Amelie Feltoir oder Fel. Wird das Französisch ausgesprochen? Vielleicht. Bring dir mal ein paar Stöcker mit, wenn wir schon am Start sind hier. Wir wissen, Stöcker sind das Allerwichtigste. Wichtigste hier. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück. Nach Herndeen, da müssen wir sowieso hin. Und auf dem Weg dorthin werde ich noch ein paar Stöcker sammeln. Und vielleicht bringe ich die auch fix noch ins Dörfchen zu uns. Zu unserem guten Lubomir. Und er freut sich dann. Haber nehmen wir auch noch mit. Nein. Nein. Ach Mann. So. Und dann bin ich auch erstmal fertig mit dieser Folge hier. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ein paar Steine können wir auch noch mitnehmen. Und freue mich auf die nächste Episode. Macht's gut. Tschüss.